Heute für mich spannend. Hab die große Ehre, vom Stubai Markus mitgenommen zu werden. Da steht er. Ihr merkt schon an unseren Helmen, das wird was Besonderes, weil, mal gleich schauen, jawohl, wir gehen heute mit einem Trike in die Luft. Mal schauen, wo es uns hintreibt. Bis gleich. Der Motorsound ist natürlich brutal laut. Man hört das selber kaum durch die Mickey-Mäuse. Aber für den Startvorgang lasse ich den Sound mal richtig auf laut und stelle das später leise. Im Nu ist man dann über den eigenen Fahrzeugen, wo man gerade gestartet ist. Und jetzt wollen wir mal das Inntal hochfliegen in Richtung Brandenburg, über die Flugschule Ries. Und mal schauen, wie im alten Vorland sich der Hochnebel gestaltet. Das Petersbergerl taucht auf, dann ist es nicht mehr weit bis nach Brandenburg. Überflug über die Flugschule Hochries. Als wir am Ausgang des Inntals ankommen, stellen wir fest, dass der Hochnebel sich nicht verzogen hat, wir also nicht zum Chiemsee fliegen. Abgesehen davon ist es doch recht frisch hier in der Höhe. Wir kürzen die ganze Sache ab und cruisen ein bisschen vor der Hochries rum. Fantastische Ausblicke auf Neubeuern. Das ist schon fast mystisch. Weiter geht's Richtung Betonwerk Rohrdorf. So im Reisegas ist die Geräuschbelästigung eigentlich sehr gering. Das ist sehr angenehm, um zu fliegen. Ja, der Markus spielt jetzt ein bisschen mit der Nebelgrenze rum und sucht sich da ein Loch, um nach unten auf den Boden durchzukommen. Da ist mir dann doch ein bisschen der Atem stehen geblieben, weil man mit diesem Teil doch, na seht selber hin, sehr nah über den Boden fliegt. Von hier aus fliegen wir den Samerberg hoch, über Törwang, mal über Kit und Gabis Haus, hin zur Aussichtskapelle. Ja, das ist ja eigentlich ein klassischer Wendepunkt in Wettbewerben des Gleitschirmclub Hochries. Normalerweise schwierig zu erreichen, so mit Motor natürlich ganz was Einfaches. Jetzt geht's auch das Inntal entlang wieder zurück zu unserem Startplatz. Genießen wir die letzte Phase des Fluges und dann ganz spannend die Landung. Da habe ich schon wieder ein bisschen Muffe. Gut, ich habe schon gemerkt, knapp am Boden vorbeifliegen kann der Markus. Aber wie das Aufsetzen auf dem Boden ist, da bin ich mal gespannt. Und überraschenderweise ist das extrem sanft. Man merkt quasi gar nichts, kann dann mit dem Schirm, wenn man es denn kann, auch noch dahin fahren, wo man hin will, und kommen genau wieder an unserem Ausgangspunkt zurück. Ja, Wahnsinn! Juhu! Hey, High Five! Geil, oder? Geile Scheiße, muss ich sagen. Da wieder ein Wohnmobil noch, wo wir gelandet haben. Tja, Punktlandung, oder? Ja.